Das ist von dem, ich sage mal, Unternehmen, was diese Umfragen macht, wo man das abfordern und abfragen kann, wo Focus Online eine Umfrage hier gemacht hat. Haben Sie Verständnis für die aktuellen Demonstrationen in Leipzig, und so weiter und so fort? Nein, auf keinen Fall. 66,2%. Ja? Wir sehen hier unten 5035 repräsentativ drauf geachtet. Ja, ich mache es nochmal ein Stückchen größer, damit man das, wenn sich das jemand auf dem Telefon anschaut, vielleicht ein bisschen besser lesbar nochmal ist. So, zack, da kann man das sehen. Und Und jetzt? die Rohdaten sind ein bisschen anders. Simsalabim. Die Rohdaten. Also das andere war nur repräsentativ. Ja? Das hier war, das andere war jetzt Göring Das Eckert. sind die Rohdaten. Haben Sie Verständnis für die aktuellen Demonstrationen in Leipzig, die sich gegen die Corona-Politik der Bundesregierung richten? 64,3% ja, auf jeden Fall. Ja, also haben Verständnis. 52.500 Teilnehmer, das sind die Rohdaten. Hat man dann statistisch runtergebrochen auf repräsentativ. Repräsentativ bedeutet, wenn die Mehrheit, die absolute Mehrheit für etwas dafür ist, dass, wenn man es rein statistisch angibt, ja, dass dann die absolute Mehrheit dagegen ist. Das ist die Demokratie heute, inklusive Pressefreiheit, Nein, Medien und alles drum und dran. das sind die Millionen, die 100.000 Göring-Eckert bei den Medien. Ich zeige nochmal. Das hatte, glaube ich, der Oliver Janich auf seiner Seite auch gezeigt. Hier repräsentativ 5035. Da hat man also, das kann man sich auf dieser Seite von CVay kann man sich das anschauen. Da wird auch erklärt, dass man, welche Daten man dann nimmt, um irgendetwas hier darzustellen. Hier heißt es nein, auf keinen Fall, mit über 66%. Und hier mit der Eine tatsächliche Abstimmung. Rohdatentabelle. Ja, ist wie die Wahl in den USA, könnte man sagen. Das. Ja, auf jeden Fall. So. Glaubt uns, wir sind die Medien. Ja, wir sagen, lest nur unsere Zeitung, schaut nur unser ARD und ZDF. Natürlich gegen eine kleine Gebühr, aber dafür geben wir uns besonders Mühe im Erziehungsauftrag und im Abhalten von den Realitäten dieser Welt.